Was willst du da groß sagen? Es ist ein Idyll mitten im Odenwald im Mossautal. Die Wellness-Oase für Mensch und Tier. Und alles geschaffen von Joe Walter, Banana Joe. Über 100 Bananenstauden stehen hier. Und weißt du was? Nicht eine einzige Banane. 5 bis 7 Jahre braucht es schon. Wie lange haben Sie die Bananenleidenschaft hier schon? 5 bis 7 Jahre. Um es gleich zu sagen, an Banana Joe liegt das nicht. Eher am Standort. Bananen und Odenwald sind halt von Natur aus nicht so dicke miteinander. Dafür wachsen sie aber wie Unkraut. Letztes Jahr war die hier standen, das größte Blatt 5,50 Meter. Man sieht sie förmlich wachsen. Jede Woche so ein neues Blatt. Und ich hatte früher mal so einen Olivenbaum. Das war mir zu langweilig. Der wächst so langsam. Das ist öde. Jo, Bananen sind eine in Hessen dabei gar nicht so seltene Leidenschaft. Seine 100 Stauden kriegen derart viel Nachwuchs, dass er damit handeln kann. Banana Joe ist viel gereist, erzählt er, durch Asien und Amerika. Und weil er ein Faible für exotische Pflanzen hat, hat er die halt im Garten. Ich probiere auch immer mal was aus und habe eigentlich einen grünen Daumen, sagt jeder. Der ehemalige Konditor und sein Garten. Wobei, was sage ich Garten? Eine Weltreise auf 700 Quadratmetern ist das, mit Ozean in der Mitte. Gerade erst erweitert. Und ein Paradies für sehr kleine und sehr große Fische. Der Störfall von Mossautal. 3 Stück leben im Teich. Der hat gedacht, mein Fuß wäre was zu futtern. Also zum Glück hat er ja keine Zähne. 12 Kilo wiegt der störrische Stör. Mit dem Fangen aber ist das so eine Sache. Deswegen heißt er Stör. Das ist unvollständig, heißt Stör mich nicht. Jo, hier geht alles ein bisschen ruhiger zu. Wobei, Arbeit ist nur wirklich genug da. Ab und an müssen mal die Algen raus. Das sind Wasserasseln, Wasserschnecken. Sehen Sie da, die Wasserasseln da? Ja. Das ist alles Biologie, die kommt nicht irgendwie in die Tonne. Nee, überall hier sind kleine Tümpel verteilt. Und da leben wiederum andere Fische, die Wasserasseln und Co. zum Fressen gern haben. Da sind Karauschen drin. Und Schnecken und so, das wird alles verwertet. Es gibt alles einen Kreislauf, da geht nichts kaputt. Natur vom Allerfeinsten. Und wenn jetzt noch Bananen wachsen würden, mitten im Odenwald. Aber wart mal ab, sagt Banana Joe, Geduld. Das wird schon.